Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zur NHL 21, zur Champions Hockey League mit den Straubing Tigers. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einem 2:0 Sieg zu Hause versuchen wir heute hier im Halbfinale unseren Gegnern in Finnland. Also weiß mit einem blauen Kreuz müsste Finnland sein. Wenn ich in Geografie nicht ganz aufpasst habe oder nicht ganz versorgt habe, werden wir hier auch schauen, dass wir einen Sieg davon tragen. Wir haben bis jetzt 10 Spiele. Davor haben wir noch kein einziges verloren. Und das sollte auch so bleiben, meine lieben Sportsfreunde. Hier. Für meine Straubinger Sportsfreunde geht nochmal viele Grüße aus. Und sag's mal in die Kommentare unten Bescheid, falls das irgendwas wisst, wie es in der Champions Hockey League bitte weitergeht. Ich google zwar selber, aber trotzdem. Ich möchte gern hier auch auf dem Laufenden sein, falls dass ich irgendwas arbeitstechnisch übersehe. Und somit 1:0 für Straubing von unserer Nummer 33 vom Eriksen. Und das erste Neujahrstor, wenn man es so sehen. Es ist zwar schon der 7. Jänner, gell? Und ich nehme aber nur im Jahr 2020 ey, auf, aber trotzdem schicke ich mal viele Neujahrsgrüße hier aus. Wir könnten eigentlich sagen, das ist das Neujahrstor, was Straubing an die Finnen schickt. Ich wollte das zum Anfang der Folge sagen, aber dadurch, dass ich mich noch immerhin im November befasse, befinde mit dem Aufnehmer, ist das ein bisschen nicht so im Kopf drin. So, auf geht's. Wir müssen hier die Serie aufs Brutalste aufbauen gegen die Finnen. Und Druck machen, und Druck machen. Straubing muss Druck machen. Der Newcomer, der Außenseiter, der Underdog, der Outlaw. Keine Ahnung, welche Namen, dass wir uns da nur einfallen lassen können. Muss hier den Pott mit nach Straubing nehmen. Das Teamspiel funktioniert einmal. Die Finnen sind nämlich ganz nett. Oh. Ja, hätte es sein können. Hätte es sein können auf die lange Distanz. Vielleicht ein bisschen. Irgendwann kriegen wir schon das zweite Tor rein. Das muss so sichern.
Last minute of play in the first period. Oh, aber macht nichts. 1-0 in einem spannenden ersten Drittel hier von Straubing. Ich habe für mich beschlossen, ich bleibe auf Stufe 3. Außer es schreibt es mir in die Kommentare ein. Nein, geh mit dem Gameplay-Schwierigkeitsgrad bitte auf 1 zurück. Ich werde versuchen, alles drauf zu setzen, dass wir den Pott kriegen, gell? Aber dadurch, dass wir uns jetzt hier im Halbfinale befinden. Und beim Bozenkimp. Ich werde alles geben. Ich werde alles in die Waagschale schmeißen, was ich hier habe, gell? Um den Pott zu gewinnen. Außer, ich sag's, dadurch, dass ja Champions Hockey League nur ein Spiel im Finale ist. Und somit 2-0 für Straubing von unserer Nummer 21 vom Keil. Wenn du sagst, geh auf 2 zurück fürs Finale oder überhaupt auf 1, dass man das Ding sicher gewinnen, dann bitte. Außer ich sag's, egal wie es ausgeht, kämpfen. Solange dass ich für ihn kämpfe, bin ich mit denen auch einverstanden. So, 16, 13 nur auf der Uhr zum Spielen. Im Moment darf man in der Serie jetzt mit 2-0 führen. Super gemacht, super gemacht. Hätte ich nicht gemeint, dass er dass er mit da zurück schießt, gell? Aber somit, die Nummer 29 schießt das 3-0 für die Straubing Tigers. Meine Herrschaften, jetzt geht's aber los da. Da Mitchell Heat. Nein, was? Heat. Schon Heat, keine Ahnung. Und somit ziehen wir da das Ding rein. Passt gut. Ah, unser Goalie hebt einfach. Er ist ein richtiger Straubinger. Ein richtiger Tiger.
Was 20 nur auf der Uhr. Vorbei, vorbei, vorbei. Aber solange, dass die Finnen kein Tor machen, sehen wir in der Serie in Führung. Jawohl, jawohl, jawohl. Da hätte ich jetzt selber einen Fehler gemacht. Und somit unser Nummer 21, der Kalle, macht das zweite. Der Kalle macht das zweite Tor am heutigen Abend für die Tigers aus Straubing. Es muss jetzt da das her. Das 5. Jawohl, unser Goli. Der beste Mann im Tor. Druck. Pushen, Druck. Wir wissen nicht, was daheim passiert, deswegen müssen wir schauen, dass wir da die Serie ausbauen. Unser Nummer 28, der Antonio. Aber wahrscheinlich werden noch mehr falsch ausgesprochen haben. Angelo. Einfach der Toni halt. Es war 53. Aber tut es mir einen Sieger und verzeiht mir das, oder? Dass ich falsch ausgesprochen habe, den Namen. Jawohl, da haben wir ihn schon wieder. Kohl. Den Sieg haben wir. Vielleicht kriegen wir sogar noch 6:0 zusammen.
Jawohl, 6:0. 6:0 für Straubing vor unserer Nummer 19 vom Team. Erstes Tor in dieser Season und baut die Serie aus auf 6:0 gegen die Finnen. Wäre es verfroren, 7:0 krank. Ja, da hätte ich früher schießen müssen. Was ist denn jetzt passiert? Schitte. Ich hoffe, dass denen jetzt viel passiert ist. Jawohl! 7:0! 7:0 für Straubing! Ich werde narrisch! Ich bin verfroren. Ich bin einfach verfroren zu sagen, Straubing gewinnt gegen Finnland 7:0 bei Straubing Disco. Taugbar. War richtig geil, taugbar. Das Ding können sie nicht mehr gewinnen, die Finnen. Mit 7:0 in Führung gehen. Die Straubinger sind die Besten hier. Mit 7:0 fahren wir nach Hause, meine lieben Sportsfreunde. Absolut geil, absolut geil. Hey, mir zieht die Gänsehaut auf. Ich bin so froh, dass ich mich für das Team Straubing entschieden habe, für das Let's Play von der Champions Hockey League. Sie sind halt richtige Kämpfer, die Tigers aus Straubing. Wir haben einen Star mit zwei Assists. Okay, wir haben einen zweiten Star mit zwei Toren, kein Assist, dafür ein Check oder zwei Checks sind gewesen. Und den dritten Star haben wir auch mit zwei Toren und vier Assists. Genießen wir die Highlight-Videos da. 7:0, das hätte ich mir nie gedacht, meine lieben Sportsfreunde. 7:0, das ist das, was an Rekord jetzt hier bei dieser Ding liegt. Gell? Da müssen die Finnen in Straubing jetzt richtig Gas geben. So richtig müssen sie jetzt Gas geben. Damit das die Serie noch stoppen können von den Straubinger. Jetzt sage ich eigentlich gerade was. Nicht, dass irgendwer sagt, ja, weil ich da Hochhydrat habe, gell? Gar nichts, seht ihr es. Es steht immer nur auf 3. Es steht immer nur auf 3. Absolut gewaltig. Absolut gewaltig. 14. Jänner ist das nächste Spiel. Das simulieren wir uns jetzt nach vorn. Ah, so weit geht mein Kalender gar nicht zum Eintragen. Okay.
14. Jänner sehen wir, oder es hört von mir wieder, wenn dann Straubingen ins Finale einzieht. Aber vorher schauen wir noch, wie schaut es aus auf der anderen Seite? Bozen verliert mit 2:0 gegen Norwegen. Ich drücke natürlich die Bozner auch die Daumen, weil das nämlich jetzt mein Wunschfinale ist. Österreich / Deutschland oder Deutschland / Österreich. Das war nämlich ein geniales Finale. Ich hoffe, dass die Bozner hier das ganze Ding nur einmal drehen und es für sich entscheiden und dann, dass wir es dann im Finale wiedersehen. Meine lieben Sportsfreunde, aber das war's für diesen Spieltag. Ich hoffe, er hat euch ein wenig gefallen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocken aktivieren, so dass er nichts mehr Neues von mir verpasst, wenn es hier mit den Straubing Tigers weitergeht in der Champions Hockey League. Vergesst mein Leitspruch nicht, in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Spieltag, falls das ich noch nicht gesagt habe, einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Mal im entscheidenden Spiel. Und vor allem bleibt mir gesund, euer HB. Servus!